der Dickmaulrüssler. So richtig kommt man an ihn nicht ran. Aber wir haben Tipps für Sie, wie es klappt. Manuela Gerzon liebt Kirschlorbeer. Über 30 verschiedene Sorten hat sie auf ihrem Grundstück gepflanzt und täglich schaut sie nach ihren Schützlingen. Bislang ging es den Pflanzen gut, aber in diesem Frühjahr hatten einige plötzlich Fraßschäden. Große Kerben klaffen am Blattrand, halbmondförmig gebogen. Und dies ist der Übeltäter, ein Käfer. Der gefurchte Dickmaulrüssler frisst an allem, was derbe Blätter hat. Kirschlorbeer, Buchsbaum, Rosen und Rhododendron. Außerdem knabbert er an Beerensträuchern, Kübelpflanzen und diversen Stauden. Er kann nicht fliegen, aber sehr gut klettern und ist extrem vermehrungsfreudig. Die Weibchen legen in Wurzelnähe ihre Eier, oft bis zu 1000 Stück pro Tier. Bei Manuela Gerzon haben sie die Eier in den Efeukübel gelegt. Die Pflanze darin ist verdorrt und ihre Wurzel stark angefressen. Das waren die Larven des Dickmaulrüsslers. Sie sind noch viel schädlicher als der Käfer, obwohl sie eigentlich recht klein sind. Indem sie die Feinwurzeln der Pflanzen abnagen, kappen sie die Wasserzufuhr der Pflanzen und machen sie anfällig für Keime. Die Larven überwintern im Boden und verpuppen sich im April. Ab Mai schlüpfen die ersten Käfer. Manuela Gerzon will sie loswerden. Mit biologischer Schädlingsbekämpfung, genauer mit Nematoden. Das sind winzige Fadenwürmer, die in die Käferlarven eindringen und sie mit Bakterien infizieren. Die Bakterien töten die Larven innerhalb weniger Tage. Für uns Menschen sind sie ungefährlich und ihre Handhabung ist recht einfach. Das Substrat mit den lebenden Würmern wird mit Wasser verdünnt und anschließend verrührt. Dann, in den kühleren Abendstunden, wird es an die Wurzeln geschlemmt. Nun muss der Boden feucht gehalten werden. Die Würmer bewegen sich im Bodenwasser aktiv auf die Larven zu. Über Körperöffnungen dringen sie ein und geben ihre tödliche Fracht ab. Ist die Larve erstmal tot, vermehren sich die Würmer in ihr weiter. Mittlerweile gibt es sogar Nematoden gegen erwachsene Käfer. Die Würmer werden in einem Gel an der Unterseite von einem Brettchen ausgebracht. Suchen die Käfer dort Schutz, werden sie von den Würmern befallen. Angriff an allen Fronten. Für Manuela Gerzon heißt es jetzt warten und hoffen, dass die Würmer die Käfer in ihrem Garten in Schach halten. Und wo die Nematoden herkommen, das zeigen wir Ihnen ganz genau in der nächsten